Woche. In der Generalprobe ging der Nebelwerfer noch. So, ihr kennt das ja, am Anfang gibt es ein paar Orga-Durchsagen. Ja, ich muss das leider machen. Ich weiß auch genau, was ihr jetzt denkt. Die Hälfte von euch, da ruft schon einer, die Hälfte von euch denkt, oh Gott, was macht denn der Kerl mit dem Bier da oben? Ja? Genau. Ihr habt doch nur Angst. Ja? Ja. Zu Recht übrigens. Ich weiß auch, was ihr jetzt denkt, wo hat denn der Idiot das Bier her? Wir dürfen doch gar nichts mit reinbringen. Orga-Problem. Ja. So, macht euch mal keine Sorgen um das Bier. Diese ganze 5-0-Symbolik ist ja jetzt vorbei. Wir sind ja jetzt eine 8,9%-Partei. Danke, Berlin! Christopher Laura sagte ja auf den letzten Parteitag, er holt die 5%. Diese 5% darfst du dir auch abholen, Christopher. Das geht auch auf Parteikosten. Ja, bevor der René mich vor uns anguckt, hier auf Parteikosten. Ich weiß, aber wir sind hier in Hessen. Das ist nicht einfach nur Bier. Bei uns läuft das ein bisschen anders. Wenn bei uns einer eine Idee hat für ein Programm oder whatever, dann schreibt er das auf die Mailingliste. Dann kippen wir uns 10 Bier rein und dann reden wir darüber. Wir nennen das Liquid Feedback hier. So, also, Orga gedrückt. Die Orga hat diese wunderschönen T-Shirts hier an. Endlich mal auffällige T-Shirts. Und wir wollten ein Lieder-T-Shirt haben, die Farbe der unbefriedigten Frau, weil man als Orga-Mensch überhaupt keine Zeit hat. Die Männer in der Orga haben sich durchgesetzt und wir haben diese schöne, männliche, pinke Farbe genommen. Ja, Orga hat wenig Zeit. Wenn ich hier Alkoholiker bin, kann ich nur empfehlen, auf dem 4. Bundesparteitag, ihr habt keine Zeit, eurem eigenen Alkoholismus zu krönen. Das funktioniert alles nicht mehr. So. Das haben wir alle. Will jemand das WLAN-Passwort wissen? Ja! Ich weiß es auch nicht. was für Geld? Generelle Infosachen, wie Passwort und so weiter. Wir haben hier links und rechts noch zwei Leitwände. Da wird das gelegentlich eingeblendet. Piraten 2011 ist, glaube ich, das Passwort, wie mir gerade gesagt wird. So, was haben wir denn alles hier? Okay. Der Caterer ist ein super netter Mensch, ja, wer es noch nicht begriffen hat. Der hatte nie was zu tun mit Taschen und Rollen und whatever. Catering gibt es hier, wenn ihr aus der Halle rausgeht, einmal links und rechts. Ist relativ kostengünstig. Toiletten sind auch hier links und hier rechts ums Eck. Geraucht wird bitte nur draußen am Haupteingang. Die Leute, die hier rumlaufen in den Orga-Shirts, die wissen nicht unbedingt alles. Wenn ihr Fragen habt, an der Garderobe ist auch zeitgleich der Infodesk. Die Jupis wissen alles, was hier los ist. Die wissen viel mehr als ich. Die kennen auch nochmal das WLAN-Passwort im Zweifelsfall. Und ja, ihr werdet mich gleich noch ein paar Mal sehen zur Orga-Durchsagen. Wir machen heute Abend noch eine minimalistische Party. Mehr oder weniger mit einem Budget von 50 Euro. Mehr war nicht drin. Und ja, das ist doch im Grunde schon durch eigentlich. Dann will ich sagen, es wird jetzt ein klein wenig seriöser. Ich hau wieder ab und dann übergebe ich doch mal an den Bundesvorsitzenden Sebastian Merz. Zusammen. Beginnen wir einmal ganz unkonventionell mit einem Dank.
Vielen Dank an Herrn Oberbürgermeister Schneider, der in OB der Stadt Offenbach und die Stadtteile Offenbach, dass wir hier den Parteitag veranstalten dürfen. Vielen Dank an die Unterstützer, die kurzfristig für die kleine Erweiterung des Parteitags deutlich über 3.000 Euro gespendet haben. Einen besonderen Dank an den Abgeordneten Klaus Brunner, der etwa 500 Euro draufgelegt hat. Danke. Und natürlich, klar, aber ganz sicher nicht lieb, vielen Dank an die Orga. Ihr habt einen schwierigen, dieses Jahr einen ganz besonders schwierigen Job gemacht. Ihr habt ihn sehr, sehr gut gemeistert. Als Dank müsste da eine ganz kleine Kleinigkeit unter eurem Tisch stehen. Also die Orga. Vielen Dank. Der letzte Bundesparteitag, den wir hatten, der war erst vor sehr kurzer Zeit. 6 Monate ist das her. 6 Monate, das ist nicht wirklich lang, das sind 56 zu meiner Lebenszeit. Im Rückblick erscheint es mir aber wie eine Ewigkeit. Es hat sich viel verändert und manches davon sieht man auf den ersten Blick. Wenn man sich hier umschaut, sieht man viele neue, viele unbekannte Gesichter. Es ist schade, dass wir uns noch nie gesehen haben, aber ich finde es wunderbar, dass ihr hier seid. Vielen Dank. Ein Magazin hatte kürzlich die Frage gestellt, wann war die beste Zeit zum Leben? Das ist ganz klar jetzt. Das ist eine spannende Zeit, auch für die Piratenpartei, denn sie ist im Umbruch. Wir sind seit der Berlin-Wahl um etwa 50% gewachsen, ein paar Prozente mehr werden es noch sein mittlerweile. Mittlerweile 176 Mandate in ganz Deutschland. Und die gesammelten Abgeordneten Mandatsträger, die sich hier im Saal befinden, seid mal nicht so faul, ruht euch nicht aus, steht auf, denn wir sind verdammt stolz auf euch und eure Arbeit. Wir dienen uns damit so langsam Stück für Stück nach oben und spätestens nach der Schleswig-Holstein-Wahl im nächsten Jahr wird klar sein, dass wir keine Eintagsfliege sind. Nur einen Bürgermeister haben wir dann noch nicht, aber das korrigieren wir dann nächstes Jahr in Frankfurt, denn dort wird Herbert Förster für das Amt des Oberbürgermeisters kandidieren. Hinter uns liegt eine sehr ereignisreiche Zeit und auch eine harte Zeit, aber ich muss euch enttäuschen, die noch viel schwierigere Zeit liegt vor uns. Wir müssen jetzt richtig arbeiten, wir müssen jetzt unter Beobachtung arbeiten. Die Piratenpartei ist in der Realpolitik angekommen und meiner Meinung nach legt sie sich gut. Das bedeutet aber auch, dass wir uns mit neuen Problemen beschäftigen müssen. Wir dürfen jetzt nicht einfach dem einfachen Weg folgen, sondern gerade jetzt müssen wir ständig um unsere Prinzipien kämpfen. Egal, ob es um Transparenz im parlamentarischen Alltag geht, um die Betonung von Inhalten, vor Personen, von Arbeit, vor Darstellung. Die ersten Erfolge sind die Zeit der ersten Fehler und diese Fehler können eine Partei spalten. Werden wir nicht übermütig, sage gerade ich, sondern arbeiten wir einfach Stück für Stück weiter. Dann können wir die Politik verändern, dann können wir die Welt verändern. Man sieht das auch in den täglichen Gesprächen mit Journalisten, mit Politikern aus aller Welt. Ich kann euch versichern, wir werden sehr aufmerksam beobachtet, unsere Ideen werden analysiert, unsere Ideen werden übernommen. Wenn wir von Inhalten reden, dann gibt es auch inhaltliche Auseinandersetzungen. Und manchmal merken wir dort den Stress, unter dem wir mittlerweile alle arbeiten. Schnell ist ein böses Wort gefallen, ein zweites folgt und nach außen entsteht der Eindruck, wir wären eigentlich alle miteinander verfeindet. Aber das stimmt nicht. Wir sind eine Partei, weil es mehr gibt, das uns eint, als Dinge, die uns trennen. Wir sind eine Partei, weil es auf grundlegende Ziele und Dinge geeinigt haben.
Der Gegenüber ist nicht euer Gegner, es ist euer Freund. Freund sein Parteifreund, das mag in der CSU gegolten haben. In der Piratenpartei wollen wir einen neuen Stil und der darf nicht darin bestehen, dass wir Schimpfwörter auf Twitter austragen. Und über Twitter und Facebook kann man einen Streit nicht beilegen. Wir haben es alle ein paar Mal versucht, es geht nicht, man kann ihn aber eskalieren. Das ist kein Aufruf zur Geschlossenheit. Sagt eure Meinung. Aber seid euch immer bewusst, der da drüben ist nicht mein Feind. Wir verfolgen ein gemeinsames Ziel, auch wenn wir uns in diesem Punkt vielleicht nicht einig sind. Und Kritik ist etwas Wertvolles, positive Kritik, aber immer auch. Warum ist mir das wichtig? Die Piratenpartei ist im Umbruch, aber das ist nur ein ganz kleiner Teil. Die Welt ist im Wandel, wie es im Herrn der Ringe so schön heißt. Dunkle Wolken ziehen auf, allerdings nicht über Mordor, sondern über Berlin und Brüssel. In der Eurokrise sehen wir eine Entdemokratisierung der Gesellschaft, eine Entparlamentarisierung der Politik. Merkel und Sarkozy führen Europa weg von repräsentativen Demokratien. Die Tendenzen zu präsidialen Vertretungen sind überdeutlich. Am eindrucksvollsten zeigt das unser alter Freund Finanzminister Dr. Schäuble. Er schlägt für eine Änderung der EU-Verträge vor, das Europakonvent, also die Parlamente, zu umgehen und an die Stelle der gewählten Parlamente Spitzengespräche zu stellen. Das ist eine ganz tolle Idee, Herr Dr. Schäuble. So werden Sie ganz sicher Verständnis für Ihre Pläne schaffen. Aber nicht nur dort, auch eine Diskussion um den EFFS, das zurückgezogene griechische Referendum, überhaupt in den politischen Debatten, sehen wir eine ständige Konzentration der Entscheidungen auf die Spitze. Ein Parlament, das wenige Stunden vor einer Entscheidung darüber informiert wird, das hat keine tatsächliche Macht mehr. Ein Parlament, das Parlamentarier mit abweichender Meinung unterdrücken will, das hat den Namen nicht verdient. Beinahe täglich sehen wir Sinneswandel in der deutschen Politik. Würde man nach Beispielen für Intransparenz suchen, könnte man eigentlich heute die politischen Medien aufschlagen, eine beliebige Entscheidung nehmen und man hätte ein wunderbares Beispiel. Und wohin führt das? Die Europaskepsis in der Bevölkerung ist so hoch wie nie zuvor. Die Verweigerung der Bundesregierung, mit den Menschen zu regieren, anstatt gegen sie, führt dazu, dass extremistische Kräfte leichteres Spiel haben als je zuvor. Und wenn wir beim Extremismus sind, die NSU, der neue Rechtsterrorismus in Deutschland. Wenn wir ganz ehrlich sind, kann er uns kaum überraschen. Die Medienberichte zeigen schon seit längerem, dass es rechtsextreme Gewalt in Deutschland gibt. Sie ist ein Fakt, auch wenn der Innenminister sie nicht wahrhaben will. Und dass sie organisiert ist, das sollte auch keine neue Überraschung sein. Überraschen kann vielleicht, wie lange hier geschlafen wurde. Leider im Rahmen der Erwartungen sind weiterhin die Bemühungen der Bundesregierung um Aufklärung. Es gibt sie nämlich nicht. Stattdessen fordert der Innenminister neue Gesetze, neue Kompetenzen. Lieber Herr Friedrich, 1998 wurde in einem Verfassungsschutzbericht von Rechtsterrorismus geredet. Dass darauf nicht reagiert wurde, darf sich nicht an diese kurzen Speicher küssen. Wenn eine Behörde nicht agieren möchte, dann hilft Ihnen auch eine Vorratsdatenspeicherung nicht. Das politische Versagen der letzten Jahre werden Sie nicht ausgleichen können, indem Sie über 80 Millionen Menschen unter Terrorismusverdacht stellen. Wenn man etwas lernen sollte, dann, dass man Rechtsextremismus nicht unterschätzen darf und dass das parlamentarische Kontrollgremium gestärkt werden muss. Gestärkt nicht nur für die Regierung, sondern gestärkt auch für die Opposition. Und lieber Herr Friedrich, das zu tun, ist in Ihrem eigenen Interesse, denn demnächst sitzen Sie da. Und wenn Sie tatsächlich etwas gegen Feindseligkeit in der Gesellschaft tun wollen, dann klären Sie mal Ihre Kollegin im Familienministerium über Islamophobie auf. Hey!
was es fehlt, ist eine tatsächlich liberale Grundrechtspolitik. Eine Politik, die Demokratie und Grundrechte in den Vordergrund stellt. Politik mit dem Bürger und nicht für sie. Und diese Politik kann nur von uns kommen. Ich werde mittlerweile selbst aus den Reihen der FDP darauf angesprochen, dass wir die neue liberale Hoffnung in Deutschland sind. Das heißt, die Partei. Die Einführung des direkten Lobbyismus ist wie mit sogenannten Expertenregierungen propagiert. Und da die den Abbau von Grundrechten, die Entdemokratisierung, wachsende Intransparenz, dem können wir nur begegnen, wenn wir gemeinsam arbeiten. Wir als Piratenpartei. Von uns wird erwartet, dass wir neue Formen der Demokratie finden. Von uns wird erwartet, dass wir die kommenden Probleme lösen. Ja, oder kurz oder lang auch die wirtschaftlichen. Und deshalb freue ich mich auf diesen Parteitag, denn wir werden die nach Chemnitz den zweiten Schritt dazu machen. Es wird nicht der letzte sein, wir müssen danach weiterarbeiten. Aber jetzt freue ich mich auf einen konstruktiven Parteitag, auf hoffentlich möglichst wenig Tagesordnungslasten und auf zwei spannende Tage. Mein Name ist Sebastian Merz, ich bin stolz darauf, Pirat zu sein. Vielen Dank. Bevor wir jetzt tatsächlich anfangen können, müssen wir noch einen Versammlungsleiter wählen. Ich glaube, bevor